Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal Adopt Pets, beziehungsweise wir werden unsere eigenen Pets bauen, kaufen und verkaufen. Ja Leute, so komisch es sich auch anhört, Leute, heute werden wir unsere eigenen Pets basteln, zusammenstellen und ich bin mal mega, mega gespannt, wie das Ganze so richtig funktioniert. Und hier haben wir schon ein paar Pet-Examples, Leute, und hier können wir wirklich einfach Pets uns von anderen Leuten kaufen, aber auch selber welche erstellen, genauso wie in Starving Art. Zum Beispiel Bilder malen oder ein Bild, irgendwas, Häuser bauen oder Sachen bauen. Und heute machen wir ganz viele Pets, Leute. Und ja, wir gehen mal ins neue Pet rein, Leute. Hier haben wir auch direkt schon unser Pet. Hier sitzen wir schön. Und hier können wir tatsächlich einen Part da drauf machen. Den können wir natürlich auch hier rumbewegen, Leute. So frei wir wollen. Und heute können wir ein paar schöne Pets damit machen. Ja, das Ganze machen wir in dieser Folge. Falls euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Und ja, benutzt auch gerne Starcode, wenn du dir Robux oder Robux-Spiel kaufst. Schauen wir mal hier in meinem Inventar. Okay, das ist jetzt den ich habe, Leute. Den kann ich sogar equippen. Wo haben wir den jetzt, Leute? Ah, da ist er, Leute. Da ist er. Ist gerade 0 Robux wert. Und ja, gut, Leute. Den hat ja auch noch niemand gekauft. Wir unequippen ihn direkt mal wieder, Leute. Weil, ja, so gut sieht er noch nicht aus. Dann basteln wir doch direkt mal hier unser Pet. Ah, nee, nicht das hier, Leute. Nicht das hier. Habe ich das jetzt auch? Oh Gott, Leute, wie viele Pets habe ich denn hier? Update-Pets. Okay, Leute, wir holen uns den hier. Und jetzt graden wir ihn ab, Leute. Wir können hier die Farbe erstmal ändern. Was bauen wir denn? Ich habe schon eine coole Idee bekommen. Und ich würde sagen, Leute, legen wir los mit unserem Pet-Bau nach dem Intro. Ich habe nämlich vor, einfach mal einen Schneemann zu bauen, was ich an sich eigentlich eine coole Idee finde. Oder wie findet ihr das, Leute? Wir bauen einen Schneemann und ein Schneemann besteht natürlich, Leute, können wir das irgendwie löschen? Können wir das delete? Ja, können wir, Leute. Und wir deleten auch das. Okay, das heißt, wir inserten jetzt eine Sphäre, Leute. Wir inserten jetzt eine Sphäre, weil eine Sphäre ist natürlich rund, Leute. Die machen wir dann ein bisschen größer. Ich kenne mich ein bisschen mit Roblox Studio aus. Können wir auch zurücksetzen? Ja, können wir tatsächlich, Leute. Okay, ich kenne mich ein bisschen mit Roblox Studio aus. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall ein bisschen bauen. Und dann machen wir jetzt mal hier so perfekt, Leute. Und jetzt können wir die hier resizen. Wir bauen uns jetzt nämlich einen wunderschönen Schneemann, Leute. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Okay, weiß ist es schon mal, Leute. Weiß ist es schon mal. Haben wir vielleicht noch eine rundere Sphäre? Ja, tatsächlich, Leute. Wir hätten einfach... Wobei, so ein Schneemann ist ja nicht ganz rund, Leute. So ein Schneemann ist ja eigentlich gar nicht mal so ganz rund. Ein Schneemann hat ja eigentlich auch so ein bisschen seine Ecken und Kanten, weil er halt eben ein Schneemann ist und nicht perfekt aussieht, Leute. Das heißt, wir holen uns jetzt noch so eine Sphäre, die nicht ganz perfekt ist. Und jetzt bewegen wir die mal, Leute. Ja, das ist diese hier. Perfekt. Die holen wir uns jetzt. Ich weiß nicht, es gibt ja wahrscheinlich noch bessere Methoden, hier Pets zu bauen, Leute. Aber wir bauen hier unser allererstes Pet und dieses wird ein Schneemann sein. Wir haben zwar Sommer und keinen Winter, aber das ist ja nicht so wichtig, Leute. Das ist ja nicht so wichtig. Ich wünschte, meine Kamera wäre ein bisschen freier noch, aber so geht das auf jeden Fall schon, Leute. So geht das auf jeden Fall schon. Und ja, in diesem Spiel hier kann man tatsächlich Robux verdienen, indem man eben seine Pets verkauft, Leute. Und das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Das ist keine Werbung für dieses Spiel hier, aber ich finde es einfach an sich, diese ganzen Donate-Spiele da, finde ich eigentlich ganz cool, weil man kann sich halt so, ich sag mal, eine goldene Nase damit verdienen, indem man halt eben seine Fähigkeiten unter Beweis stellt. Also zum Beispiel in Starving Artist kann man ja Bilder malen, hier kann man eben Pets bauen und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Kopf aber gut aussieht, Leute. Ich würde eigentlich den Kopf nochmal ein bisschen größer machen, wobei, nee, das sieht dann komisch aus, oder? Kann ich den Kopf... Eigentlich ist der Kopf ja immer am kleinsten, Leute. Eigentlich ist der Kopf ja immer am kleinsten. Ich kann vielleicht das hier noch ein bisschen größer machen, Leute. Vielleicht mache ich das noch ein bisschen größer. Dann kann ich dich auch noch ein bisschen größer machen und dann machen wir den Kopf, Leute. Den Kopf setzen wir hier noch ein bisschen hier nach oben und machen den auch vielleicht. Wobei, Leute, wir deleten mal den Kopf und wir holen uns mal hier so ein, wieder so ein eckiges Ding, Leute. Das finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Das finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Machen wir das Ganze natürlich auch noch weiß, Leute. Machen wir das Ganze natürlich auch noch weiß. Und dann haben wir das hier auch schon drauf gesetzt. Leute, ist das hier kein schöner, ist das hier kein schöner Schneemann? Schalten wir mal frei und jetzt nehmen wir ihn Snowman, Leute. Er ist ein Snowman-Finish und jetzt haben wir ihn, Leute. Jetzt haben wir ihn. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob wir es vielleicht schaffen, in diesem Video auch ein Pet zu verkaufen. Vielleicht können wir direkt unseren Schneemann verkaufen, Leute. Hier haben wir jetzt unseren Schneemann. Ist natürlich nicht das schönste Pet, Leute. Ich bin auch kein Profibauer. Aber eventuell kriegen wir das ja sogar hin, Leute, unseren Schneemann zu verkaufen. Wir können jetzt ja mal hier ein paar andere Pets angucken. Hier hat irgendjemand einen Flopper gebaut. Okay, hier wieder auch ein Flopper, Leute. Wieso bauen die nicht alle? Big Among Us. Sass. Oh mein Gott, okay, Leute. Und hier sind sehr viele leeren Kästen. Einen Big Heady. Yo, das ist eigentlich ganz cool, Leute. Das können wir vielleicht adoptieren. Und hier haben wir eine Hand. Okay. Interessant auf jeden Fall, Leute. 22 more Robux. Was hast du denn hier für Pets?
Oh, das ist ja süß. Na gut, Leute, wir können natürlich auch, ich habe ja mein Gesicht jetzt selber gebastelt, natürlich kann man aber auch Gesichter quasi sich kopieren aus dem Internet. Und hier haben wir, einfach so ein, okay, warum ist denn so ein Käfig drin? Oh, ist sehr interessant auf jeden Fall, Leute. Yo, me and my monkey, sehr interessant und, never gonna give you up. Bitte, was? Und sehr interessante Pets haben wir auf jeden Fall, Leute. Wo ist denn hier mein Donate-Booth? Wo ist meins? Ich will mein Pet jetzt verkaufen, Leute. Ich will meinen Schneemann jetzt verkaufen und ich bin mal gespannt, ob denn irgendjemand kauft. Wir müssen mal hier auf jeden Fall mal unseren Text ändern. Auf meine Pets, wenn du cool bist, jetzt können wir hier unser Pet reinmachen, Leute. Unseren Schneemann machen wir für 25 Robux. Und fertig, Leute. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich like den. Ich kann ihn selber liken, Leute. Oh mein Gott. Wird ihn jemand kaufen, ist die Frage, Leute. Wird unseren Schneemann... Er hat schon 2 Likes. Oh mein Gott, Leute. Wird unser Schneemann gekauft? Das ist jetzt die Frage, Leute. Das ist die Frage. Und wenn er wirklich gekauft wird, Leute, haben wir wirklich Robux verdient. Und zwar 25 Stück minus 30%. Aber, Leute, oder sogar 40%. Aber trotzdem haben wir dann immerhin Robux verdient. Und das ist doch mal eine Sache, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann, Leute. Eventuell wird er jetzt verkauft, eventuell noch nicht, Leute. Hier sind leider nicht so viele Pets, die ich jetzt wirklich kaufen würde. Außer der Big Head, der ist ganz cool, aber den kann man auch eigentlich easy selber machen, Leute. Den kann man eigentlich auch easy selber machen. Ich wechsle mal ganz kurz die Lobby und schau mal, ob ich irgendwas finde. Yo, Leute, hier haben wir so ein Angry Birds Pet, hier haben wir so ein... Cool. Ey, Leute, die sehen alle ganz cool aus. Ich hole mir die, glaube ich, alle mal, Leute. Ich kaufe mir den und sehr interessantes Logo auf jeden Fall. Das Herzding hole ich mir. Das ist auf jeden Fall süß, Leute. Das ist jetzt mein Pet. Habe ich es jetzt? Ja, ich hab's. Und dann hole ich mir das Pflanzen versus Zombie-Ding. Oh, das hat sogar noch Partikel. Ah, ich kann mir das nicht holen, weil er dasselbe benutzt hat, Leute. Das heißt, ich kann mir maximal nur eins von ihm holen. Schade. Aber hier haben wir auch schöne Pets, Leute. Das hier sieht auch richtig cool aus. Das kostet 25 Robux. Dann haben wir hier Kirby, Leute. Auf so einer schönen Sternschnuppe. Und hier nochmal Kirby. Sieht auch mega, mega cool aus, Leute. Hier sind auf jeden Fall schon sehr kreative Pets. Da kann man schon sagen, was man will, Leute. Was sind das hier? Sind das Anime-Charaktere oder was? Sehr interessant auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr, sehr interessant. Hier haben wir so einen Dominus, auch cool. Und was ist mit... Okay, ein sehr riesiger Gorilla einfach. Aber das ist kein Pet, Leute. Das ist wirklich hier. Und so, Crazy Troll. Troll with Oil Cup. Okay, ein Flopper hier wieder. Pikachu. Aber 1000 Robux? Nie im Leben. Nie im Leben, Leute. Das hole ich mir auf jeden Fall nicht. Was können wir uns denn hier holen, Leute? Was können wir uns denn... Hier, der hat doch sicher... Guck mal, der hat hier schon 300 Pets hinter sich fliegen. Du kannst doch sicher bei mir... Mein Schneemann kauft, also sagt euch ja ehrlich, wer würde diesen Schneemann hier nicht kaufen, ist die Frage. Der Schneemann ist 1A Spitzenpet, Leute. Aber da wir unser hier was gekauft haben, Leute, und zwar den Hot Air Balloon, haben wir für 25, glaube ich, gekauft. Wir verkaufen ihn einfach mal für 100 und er hat eine Value von 5. Nee, Leute, dann lasst uns den auch für 25 verkaufen. So, wir machen einen Bird Cage, Leute. Er kommt ins Bird... können wir den irgendwie... woanders reinmachen, Leute. Wir nehmen den, dann nehmen wir 25 und jetzt kommt er ins Hundehaus. Das sieht auch komisch aus, Leute. Wir machen ihn einfach ins Basic Cage, Leute, für 100 Robux. Mal schauen, eventuell kauft er jemand. Ich meine, cool sieht es auf jeden Fall aus. Und dann schauen wir mal, Leute. Ich will einen verkaufen, wenn nächstes Mal. Kannst du meinen Schneemann kaufen vielleicht, eventuell? Kannst du meinen Schneemann kaufen? Bitte, 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 Leute. Oder, ich glaube, der Hot Air Balloon ist schon ein bisschen zu teuer. Aber eventuell können wir den einfach... Ach komm, wir machen den einfach für 25 rein, Leute. Wir machen den einfach für 25 rein. In das Normale. Dann. Und irgendwer wird das schon kaufen, oder? Irgendwer wird das schon kaufen, bitte. Ja, Leute! Unser Hot Air Balloon wurde für 25 Robux verkauft. Und somit haben wir Profit gemacht. Ich schreibe mal Thanks. Thanks, Leute. Mein Ballon, es war zwar nicht mein eigenes Pet, aber Leute, es wurde verkauft für 25 Robux. Und somit habe ich jetzt das für 5 Robux gekauft und für 25 verkauft. Das ist ein Profit von 20 Robux, was einfach mal mega, mega cool ist. Und so kann man einfach über Zeit dann einfach Robux verdienen. Und Leute, wir haben unser erstes Pet verkauft. Es war zwar nicht von mir und yo, was hat der da für ein, Leute, einfach ein Illuminaten-Pet oder sowas. Man kann ja auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kreativ werden. Man kann ja mehr oder weniger alles machen, Leute. Ich habe mich jetzt hier für einen Schneemann entschieden. Ist natürlich jetzt nicht das coolste Pet, aber wir können hier mal gucken, Leute, wir können ja diesen Kollegen hier mal ein bisschen upgraden und was kann man hier so adden, Leute? Was kann man hier noch so adden? Wir könnten ja hier zum Beispiel auch ein Dreieck drauf machen oder sowas, das, okay, man kann echt schon einiges machen, Leute, da muss man natürlich aber auch sehr kreativ sein, was Pets angeht und jetzt hat er hier oben einfach so ein Dreieck drauf und ja,
sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Man kann natürlich auch das Gesicht ändern. Hier gibt es auf jeden Fall schon einige, ich sag mal, Vorlagen. Und jo, das hier sieht cool aus, Leute. Oder halt auch einen Flopper können wir machen. Aber Leute, ich glaube, das ist, ja gut, nur da, weil es gerade halt immer im Hype ist. Und jo, wir können es einfach transparent machen. Canceln wir das Ganze mal. Und komm schon, kann irgendjemand meinen Schneemann kaufen? Bitte, ich will nur, dass mein Schneemann noch verkauft, Leute. Ich habe den gemacht. Creator, Jojo Craft HP. Das wäre einfach super klasse, wenn irgendjemand meinen Schneemann holen könnte. Komm schon, könnt ihr bitte meinen Schneemann kaufen? Wie süß ist dieses Kirby, bitte? Ich brauche das, Leute. Ich hole mir dieses Kirby jetzt. Das ist mega, mega süß. Und ich verkaufe das einfach selber bei mir. Jetzt habe ich es gekauft. Nice. Und jetzt kann ich das Ganze bei mir verkaufen. Hier sehen wir auch sehr viele Booths. Yo, wer bist du denn? Eine Riesenkuh. Okay, hier ist mein Booth. Und hier können wir das Ganze jetzt, Leute, Kirby auf der Sternschnuppe. 100 Robux. Und hi. Und Leute, das sieht schon... der sieht schon cool aus, Leute. Das sieht schon cool aus, aber niemand kauft meinen Schneemann. Oh Mann. Leute, tada, ich habe einen Stern erstellt. Ich nenne ihn Star und wir haben einen Stern, aber ja gut, ist jetzt nichts Krasses, Leute. Und mein Schneemann wurde immer noch nicht verkauft. Und damit würde ich sagen, was ist mit der Folge? Es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also es ist schon irgendwie ein cooles Prinzip, aber dafür muss man erstmal bauen können und noch einige Zeit mitbringen und noch viel Glück, dass hier Leute auch was kaufen. Ich würde mich auf jeden Fall fürs Zusehen bedanken. Falls das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!